Wie ihr gesehen habt, die Aussaat ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt nehme ich euch mal mit zum Pikieren. Die Pflanzen sehen jetzt nach 3 Wochen circa so aus. Ich zeige es euch mal. Ja, sind alle schön gewachsen. Bis auf eine, da fehlt das Blatt. Aber das ist nicht schlimm. Die werde ich jetzt in meine Becherchen setzen. Das sind meine vorbereitete Pflanzbecher. Die habe ich schon beschriftet. Das sind ganz normale Plastiktrinkbecher. Da mache ich jetzt meine Blumen- oder Pflanzerde vielmehr rein. Und dann pikiere ich die. Ja, jetzt kommt erstmal in jeden Becher Erde. Das habe ich gemischt mit Pflanzerde und Aussaaterde, weil die Aussaaterde ist zu mager und in der Pflanzerde ist auch schon ein bisschen Dünger enthalten. Das ist besser für die jungen Pflänzchen. Dann entwickeln die sich gut und haben einen super Start. Liebe Gott, ich tue schon wieder Hochdeutsch schwätze. Da geht's mal schnell so gut. Ja, ach, der letzte Tropfe Erde wird noch verbraucht. Das ist eigentlich eins der schönsten Sachen, wenn du dann die Jungpflanze umgetopft hast und dann einfach siehst, wie prächtig die sich entwickeln. Hier bei uns in der Werra sieht man zum Beispiel, wie prächtig die Worse. Wie ihr seht, jetzt habe ich meine Becherchen hier mit Erde gefüllt. Jede Sorte für sich. Und jetzt fange ich mal an mit dem Pikieren. Ich mache das immer so, ich nehme meinen kleinen Finger, mache hier ein Loch rein. Ich weiß, die Profis unter euch haben Pflanzstäbchen. Ist meines Erachtens nach eigentlich, ja. Wer es braucht, soll es nehmen. Ich mache es halt gern mit den kleinen Finger und drück hier ein Loch rein. Und ja, jetzt fange ich mal an. Jetzt habe ich ja hier auf meiner Pflanzschale die Namen stehen. Ne, ist auch ganz wichtig, ich müsste da machen, da wisst ihr nämlich, welche Pflanze was ist. Das Einzigste ist, um die Pflanze hier rauszuheben, brauche ich einen kleinen Stift oder einen Zahnstocher. Kein Zahnstocher, sondern einen Fleischspieß. Jetzt gehe ich mal hier näher ran, dass ihr auch dabei seid, wie ich das mache. Und jetzt nehme ich mir hier die erste Pflanze raus. Nehmen wir mal die hier. Zack, heb da drunter. Ganz vorsichtig an dem Blättchen. So, jetzt habe ich die Pflanze hier mit Wurzeln. Seht ihr? Ja. So, jetzt muss ich gucken. Piccolino ist hier. So, und dann setze ich die hier ein. Drücke ich die noch ein bisschen an. Jetzt habe ich die Pflanze bis zur Blattachsel eingesetzt. Und so soll es auch sein. Ne? Weil an den langen Stielen tut die nämlich nochmal Wurzel bilden. So, Nummer 1 und fertig. Und jetzt geht's weiter. So mache ich das jetzt mit allen Pflanzen. Nummer 2. Ein bisschen tief, aber es wird schon gehen.
war jetzt die letzte. Warum mache ich jetzt nicht noch die anderen damit rein? Die sind mir entweder zu mickrig oder zu klein. Und ich muss halt auch sagen, ich habe einfach im Garten nicht den Platz für so viele Tomaten. Zack, kommen die weg. Die Erde will ich aufheben, da will ich noch Salat reinsehen. Und hier sind jetzt meine fertigen Becherchen. Das sind 4 Pflanzen mit Cerola. Das sind Cocktailtomaten. Das sind Kirschtomaten. Und hier habe ich noch meine Ristentomaten. Wie ihr gesehen habt, pikieren ist eigentlich ganz einfach. Die Pflanzen kommen jetzt auf die Fensterbank, nicht mehr unters Licht, weil ich will sie an das natürliche Licht jetzt gewöhnen. Die werden jetzt noch gegossen und dann sehen wir uns, wenn sie wieder gewachsen sind. Tomaten müssen sich jetzt ein bisschen erholen nach dem Pikieren, das ist ganz normal, aber die werden anwachsen, das mache ich dann zum ersten Mal und ich nehme euch dann mal mit, wenn sie angewachsen sind. So, hier liegen jetzt genau eine Woche dazwischen und ich muss sagen, perfekt. Also besser können sie nicht aussehen. Wunderschön. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Andi.